Ach Mist. War ich wieder eine Sekunde zu langsam. Schade. Also wir müssen doch mit ein bisschen mehr Ruhe rangehen. Jetzt aber. Nein, wir hatten ihn doch schon. Ach, verdammt. Naja. Da hinten fliegt das extrem geile... Ja, Raumschiff kann man es nicht nennen. Flugschiff vielleicht. Wasser ist falsch, wir brauchen Gebräu. Sobald er sich umdreht, müssen wir werfen. Aber direkt. Ich hoffe, er macht jetzt macht das. Ja, und genau so wird es gemacht. Also ein bisschen besser timen. Dann klappt das auch. Müssen wir das auswerfen oder könnten wir uns rein theoretisch auch einfach durchrollen? Okay, ist schon aus. Hier war auch noch eine komplette Spur, naja. So, jetzt würde ich sagen, wir machen uns vielleicht doch mal lieber wieder an Besitzergreifung. Checken die das jetzt wirklich sofort? Nee. Erstmal nicht. Springen können wir allerdings nicht mit denen. Den da oben werden wir nicht kriegen. Also einmal hier lang. Und von dem nächsten Besitzer ergriffen. Durch die Steine schießen wird ja nicht funktionieren. Nö, war klar. Dann lassen wir sie halt eben alle platzen. Das finde ich ziemlich cool. Glaube sogar, das war auch damals schon in dem Teil, welches ich gespielt habe. Aber ich habe wirklich ganz, ganz wenig Erinnerungen. Und jetzt nochmal alles durchzulesen oder anzugucken von den ersten Teilen, muss ja nicht sein. Das Spiel ist ja relativ selbsterklärend. Irgendeinen Hebel gibt es nicht weiter, also Platz, mein Freund. Und dann mach Platz, mein Freund. Muss mal schauen, wie kommen wir hier hoch? So. Einen anderen Weg gab es ja, glaube ich, gerade nicht. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Da holen wir ihn doch. Oh oh. Super auf LT zum Betäuben. Achso, wir spielen schon. Das sah schon wieder aus wie eine Videosequenz. Wo bist du? Aber hier ist doch gar keiner. Komisch, dass der Hinweis jetzt gerade kam. Da laufen unsere Freunde. Wir retten euch. Ich rette euch. Macht euch da mal keine Sorgen. Etwas Neues. Sieht mir aus wie Minen. Gucken erstmal, ich glaube... Ne, hier geht's doch nicht lang. Sah aus wie ein Geheimareal, war es leider nicht. Vorsicht, Slapminen sind gefährlich. Deaktiviere Slapminen, indem du kauerst und sie dann mit X antippst, wenn sie grün sind. Okay. Das wird Kauern sein, das passt. Weiß nicht, wie nah wir ran müssen. Ah, shit. Und direkt tot. Wow. Also das ist ja... Da muss man ja Glück haben. Wir haben immer mal... Na gut, wir haben einen kurzen und einen langen Moment. Hä? Es war aber doch grün. Okay, das verstehe ich gerade nicht so ganz. Also ich habe es ja auf jeden Fall... Wir lesen nochmal, aber es stand ja da. Indem du kauerst und dann X antippst, wenn sie grün sind. X ist bei mir E. Wir kauern. Jetzt kommt der Schnelle. Jetzt kommt grün. Es war grün. Wir sind trotzdem tot. Das verstehe ich nicht ganz. Können wir nicht einfach so eine Flasche drauf werfen? Leider nein. Wenn wir den da oben... runterlaufen lassen.
der einfach für uns da reinrennt. Das geht. Aber es ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck davon. Vorsicht, Slapmin sind gefährlich. Deaktiviere Slapmin, indem du kauerst und sie dann antippst, wenn sie grün sind. Das habe ich getan. Wir müssen das nochmal probieren. Wow. Wollen ja bloß kurz antippen. Jetzt hat's geklappt. Keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Entweder habe ich die Taste davor zu lange gedrückt. Oder wir waren doch nicht im richtigen Moment drauf. Aber das kann was werden. Ich glaube, das würde uns noch einige Tode kosten. Ich würde sagen, 2 Stück kannst du mitnehmen. Ah, leider nur eine aktiviert. Oder deaktiviert. Schaffen wir das mit einem Sprung? Vielleicht erst sprinten? Ja. Wollte mir sprinten eigentlich noch auf eine andere Taste legen. Ich habe das ein bisschen vergessen. Haben wir hier auch nochmal so ein... Ist das was hierfür? Nö. Warum war das jetzt weg? Nee, ich komme nicht höher als dort. Ich glaube, das ist nur ein Checkpoint da unten, ne? Vielleicht komme ich ja jetzt ein Stück höher. Ach! Die Folge läuft's bei uns, ne? Aber na gut, Spiel ist natürlich auch ein bisschen dafür gedacht, dass man stirbt. Sonst wird es nicht so viele Checkpoints geben. So, jetzt nehmen wir erstmal ihn. Schießen auf ihn. Da geht mir ein bisschen auf den Keks. Dann machen wir hier die erste Mine kaputt. Dann kommen wir nämlich in Ruhe hoch. Jetzt müssen wir aber mal schauen, weil irgendeiner steht noch oben links. Und dann holen wir ihn damit. Wenn wir die Dinger kaputt schießen. Funktioniert leider nicht. Ah, okay. Macht Sinn. Eier, Eier. Wir haben es geschafft. Hier oben wird es ja auch nicht noch... Nö. Ah, shit, wo kam er denn? Hä? Ist er jetzt wieder auferstanden? Ich hab's gar nicht in dem Moment gesehen, weil ich gerade hinten auf unsere Kumpels geachtet habe. Wenn er aufsteht, heißt das ja eigentlich, wir brauchen ihn. Ach, der ist nicht komplett tot, der schläft nur. Aber wir können ihn fesseln. Einmal gestohlen und einmal bitte fesseln. Ja. Gut, dann gibt's hier nochmal Wasser. Nochmal zum Stehlen halten. Wir sind voll. Okay. So, wir können nicht chanten. Wir können nur springen. Berühren darf ich das Ding aber auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich bloß so eine Bräuflasche da unten hinwerfen. Ach, Entschuldigung. Und danach die Wasserflasche drauf. Ja, zweimal verworfen und bei der letzten war es dann schon aus. Soweit kommt er zum Glück nicht. Das heißt, wir warten nur, bis er sich rumdreht. Und machen uns hier hoch. Wow, das war schon wieder ganz schön knapp. Wir kommen hier nicht durch. Oder? Wollen wir hier oben lang? Ich hätte ganz gerne eigentlich nochmal unten geguckt. Wir beeilen uns natürlich die ganze Zeit schon. Ich muss aber trotzdem mal überlegen, wie ich das mit der Folge mache, weil ich glaube, die wird dann doch ein bisschen zu lang. Ob ich das zwischendrin nochmal cutte,
Mal schauen, weil ich sag mal, so eine halbe Stunde wäre noch okay, aber alles, was drüber geht, ist dann doch ein bisschen lang für eine Folge. Ach, wir hätten da drüben so ein Gelee gehabt. Jetzt möchte ich doch gern nochmal zurück. Ich habe natürlich auch ein bisschen gebraucht, ist ein paar Mal gestorben, ich bin alles ein bisschen ruhiger angegangen und so weiter, aber... Bin halt noch nicht so ganz sicher, wie wir ihn hier am besten erledigen. Wenn wir jetzt so runter machen. Schaden ganz schnell. Ne, es ist immer noch zu nah dran. Das heißt, Schaden wird nichts. Aber ansonsten haben wir keine Möglichkeit. Er läuft nicht so nah ans Feuer. Wir könnten das Feuer natürlich immer ein Stück erweitern. So, und was ist hier drüben noch? Ja, auch noch was. Bin gar nicht sicher, ob wir jetzt... Doch, wir kommen wieder hier rüber. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir werfen hier eins hin. Leider nicht ganz gereicht. So. Dann zack, das nächste hin. Und zack. Ach, shit. Noch eins dorthin. Sobald er draufsteht, werfen wir das, was alles verbindet. Richtig? Ja, okay, hat geklappt. Ihr seht, ich besser mich. Na, man muss aber auch ziemlich genau treffen. So, damit haben wir das. Aber wir kommen von hier jetzt nicht hier nach oben. Das heißt, da muss es einen anderen Weg geben. Wie kriegen wir die Tür hier auf? Eigentlich abrennen, ne? Heuflasche wieder und einmal diesen. Wasserflasche. Und einmal diesen. Ah, sie ist noch nicht komplett abgebrannt. Wir müssen noch ein Sekündchen warten. Yep. Wir haben kein Wasser mehr. Das heißt Geduld. Wasser macht halt auch wirklich verdammt wenig von dem Feuer wieder weg. Na? Es dauert lange, aber es lohnt sich. Und wenn ich was sehe und weiß, wie ich rankomme, dann möchte ich es auf jeden Fall nicht liegen lassen. Das ist was anderes, wenn ich es übersehe oder gar keine Ahnung habe, wie wir hinkommen. Weiß nicht, wir könnten wahrscheinlich auch rollen. Wollen wir das mal probieren? Wenn wir diesen machen und dann einfach rollen? Ja, geht auch. Wir finden nochmal Wasser, das war dringend nötig. Ein Relais Royal, wollte ich sagen, genau. Oh, es brennt immer noch. Wir rollen einfach durch. Und der nächste Checkpoint. Beide Türen auf, okay. War die Frage, die sich mir gerade noch gestellt hat. Wie wir die andere Tür dann aufbekommen, aber es hat gepasst. Ja, ich bin gerade nicht unbedingt am Schleichen. Die Frage, trifft er uns auch schon so? Nein. Ach, Mist. Ich hätte die Kisten kaputt machen und dort in die Ecke kauern sollen. Ich glaube, wir müssen doch ein bisschen mehr schleichen. Eigentlich hätte ich doch direkt chanten können und ihn Besitz ergreifen. Ach Mist, habe ich nicht dran gedacht. Entschuldigung. Machen wir jetzt. Machen wir es doch so. Müssen wir uns das Leben nicht so schwer machen. Leider keinen anderen. Schade, dass man nicht mit denen springen kann, aber das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen OP. Wir können natürlich auch immer nur eine gewisse Zeit chanten. Also müssen wir da auch drauf achten. Ja, super. Meine Lieblingsaufgabe.
aber wir machen es uns einfach. Wir machen es uns nicht einfach. Oh. Ach, ich glaube, wir sind wirklich immer einen Ticken zu spät. Ich muss eher drücken. Jetzt sah es auf jeden Fall, habe ich es gesehen, dass ich zu spät war. War bei den letzten Malen leider nicht so. Jetzt haben wir ihn bloß schlafen gelegt. Das geht auch. Also können wir ihn fesseln und wir können nochmal Klebeband stehlen. So, wenn unser Klebeband mal leer ist, gehen wir eher auf den Weg. Gut, mal gucken, wie viele Versuche wir noch brauchen dafür. Aber ich finde das auch echt schwer, muss ich sagen. Wir gehen erstmal nah ran. Kauern. Jetzt kommt der lange Moment. Aber wir müssen eigentlich schon drücken in dem Moment, wo es rot ist. Ja. Jetzt. Kann der bitte weggehen? Danke. Ja, jetzt haben wir's. Du hast gar nichts gehört. Lüg doch nicht. Kann ich den jetzt... Oh, die flippen ja alle aus. Den kann ich mir krallen. Dann holen wir erstmal den. Dann den da unten. Müssen wir mal schauen, ob wir ihn hier kriegen. Für ihn auf jeden Fall. Aber ihn da drüben nicht, ne? Nee. Also machen wir den einmal kaputt. Aber jetzt war unser Balken auch komplett leer vom Schaden. Ich glaube, wenn wir bei anderen, wenn wir von anderen Besitzer greifen, ist das nicht so schlimm. Kriegen wir durch diesen kleinen Spalt ihn hier durchgeschossen? Ja. Den dahinter auch noch? Auch noch? Oh, er greift zurück. Aber den hier oben werden wir nicht kriegen. Na doch. Perfekt. Also das ist auf jeden Fall die beste Funktion, die wir bekommen haben bis jetzt im Spiel. Jetzt müssen wir aber mal überlegen. Aber hier drüben, achso, wir kommen hier oben drüber, ne? Nee, auch nicht. Wenn wir jetzt hier runter durchrollern, geht auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall dahinter. Wir dürfen hier nicht oben drüber und hier drüben ist halt eine Tür, aber hier ist ja weder was zum Schanden. Oder doch? Das nicht. Hier drüben vielleicht. Sehe ich auch nicht. Ah, da oben. Entschuldigung, ich war wieder ein bisschen blind. Einmal hier hin. Dann geht bestimmt... Ach nee, dann haben wir den da drüben die Tür geöffnet. Aber dann muss es ja... Ach nee, beide sind aufgegangen. Okay. Rätsel gelöst, es kann weitergehen. Ja, ich glaube, ich werde die Folge dann trennen. Dann gibt es leider keine Verabschiedung und Begrüßung. Am Ende der ersten und Anfang der zweiten Folge. Aber da halt die erste Mission relativ schnell ging, das hat ja zeitlich so ungefähr hingehauen mit der Folgenlänge. Hätte ich nicht gedacht, dass die zweite Folge jetzt gleich so lang wird. Gut, wir können nicht chanten. Das heißt, wir müssen hier unbedingt was werfen. Ich rüste es schon mal aus. Ach, Mist. Gut, das war nicht der Weg, den wir gehen sollten. Ich bin ganz schön schlecht, das tut mir echt leid. Ja, wir hätten wahrscheinlich schleichen müssen. Wir lassen uns erstmal Zeit, damit die beiden sich beruhigen. Jetzt sind sie schon mal wieder etwas ruhiger. Haben wir noch das Richtige ausgewählt? Ja.